Hallihallo, hier ist wieder Claudia Bignon, eure Ärztin für Notfallmedizin, und heute erzähle ich euch etwas über das Lymphsystem, bestehend aus dem lymphatischen Rachenring, dem Knochenmark, den Peyerschen Plaques der Milz, den Lymphknoten und der Appendix, auch Wurmfortsatz zu Deutsch. Und ich erkläre euch, weshalb wir ohne Milz überleben können. Und wir arbeiten uns mal von oben nach unten durch. Der lymphatische Rachenring heißt auch Waldeyerscher Rachenring, benannt nach Herrn Waldeyer, der ihn zum ersten Mal beschrieben hat im 19. Jahrhundert. Und wenn wir hier oben gucken, die Adenoide, auch Gaumenmandeln genannt, gehören dazu. Und hier die Rachenmandeln, die sind schön angeschwollen, die machen ihren Job. Also das Lymphsystem funktioniert hier sehr gut. Dann das Knochenmark, natürlich auch als Bildungsort von den weißen Blutkörperchen unter anderem, gehört auch mit zum Lymphsystem. Die Peyerschen Plaques, die befinden sich hier beim Dünndarm. Da gibt es diverse Lymphfollikel, die auch in Paketen zusammengepackt sind. Dann hier haben wir die Milz, die ist sehr klein, liegt unter dem linken Rippenbogen, ist im Normalfall auch nicht zu ertasten, nur wenn sie vergrößert ist. Lymphknoten gibt es überall im Körper. Also wir haben hier die zervikalen Lymphknoten, die können wir ertasten, zum Beispiel auch wahrscheinlich bei diesen Patienten hier mit der Mandelentzündung. Hier unten auch sehr gut zu ertasten, zum Beispiel bei Infekten im Genitalbereich sind die inguinalen Lymphknoten, die Leistenlymphknoten. Man muss aber nicht unbedingt jetzt Angst haben, wenn die mal eine Zeit lang angeschwollen sind. Die transportieren halt sehr viel Abfallstoffe aus dem Genitalbereich ab, aber müssen nicht unbedingt einen Krankheitswert haben. Hier haben sie sogar die in der Kniekehle aufgeführt. Ja, und die Appendix sehen wir hier nicht, aber die wäre hier ungefähr in dem Bereich, also der Wurmfortsatz. Den kann man ja auch entfernen, ohne dass es was ausmacht. Nach der Milzentfernung sind doch die Infekte erhöht, aber wir sehen, wir haben so viele lymphatische Organe, dass es nichts ausmacht, auf eins oder das andere zu verzichten. So, was ist noch wichtig zum Thema die Entstehung der Lymphe. Da habe ich dieses wunderbare Bild gefunden. Das sind also jetzt Zellen, da haben wir ein Gewebe, da ist wieder der Nukleus, der Zellkern. Und hier das etwas hellere ist das Interstitium, der Zwischenzellraum. Und hier beginnt einfach blind ein Lymphgefäß. Und wir sehen hier, aus dem Zwischenzellraum fließt die Lymphflüssigkeit in dieses Lymphgefäß hinein. Dasselbe ist auch hier dargestellt, da sieht man dann auch Klappen, das kennen wir von den Venen, damit die einmal abtransportierte Lymphe nicht wieder zurückfließt. Und hier ist dann jetzt so ein Daumen dargestellt, also hier blind anfangend im Daumen und dann sieht man hier die Lymphbahnen. Und jetzt ist es interessant, was passiert mit dieser Lymphe? Und die endet schlussendlich im Venensystem. Und wenn man hier guckt, da haben wir also hier den von rechts einen lymphatischen Gang, der in die Vena subclavia, also die Schlüsselbeinvene, rechts mündet, und hier ist dasselbe auf der linken Seite. Allerdings ist von der linken Seite das Spezielle, dass die ganze Lymphe vom unteren Körper hier über die Cisterna chyli und den Milchbrustgang, da endet der Thoracic Duct, das ist dieser Milchbrustgang, der hier von unten kommt, und man sieht, zack, da geht es rein in die Vena subclavia links. Und dieses Bild finde ich auch wichtig, weil da sieht man also das Dunkelgrüne, also über die rechte Seite trainiert sich also quasi nur hier der halbe Kopf und der rechte Arm. Also dieser Anteil, das geht alles in die rechte Vena subclavia hier. Und der ganze Rest vom Körper, von den Füßen an, geht alles hier über die linke Seite, über diesen Milchbrustgang. Den hat man so genannt, weil früher beim Obduzieren sah das so weiß aus, diese Lymphe, so weiß wie Milch. Mediziner sind ja da einfach gestrickt, die
finden dann immer irgendein Beispiel aus dem alltäglichen Leben, was ja auch zum Lernen gut ist. Genau, und hier, wenn zum Beispiel Krebszellen ja ankommen über den Milchbrustgang und dann verdickt sich die Lymphe auch hier, also, und dann kann man das auch ertasten oberhalb von der Clavicula, also wenn man da mal links reindrückt, oberhalb vom Schlüsselbein und das so ganz dick ist, dann ist irgendwas im Busch, da muss man mal anfangen zu suchen, warum das so ist. Ja, also das war im Prinzip das Wichtigste in Kürze. Und warum können wir ohne die Milz leben? Das hat sich jetzt auch erschlossen. Nämlich, wir haben hier, wenn wir die rausnehmen, zum Beispiel unfallbedingt, wenn die rupturiert, dann haben wir noch so viele andere Lymphorgane, die den Job machen können. Ja, die Milz sortiert ja normalerweise überalterte rote Blutkörperchen aus, auch weiße Blutkörperchen. Sie in der Milz reifen die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten heran. Also es ist schon ein wichtiges Organ, aber wie gesagt, es gibt auch noch andere, die den Job übernehmen können. Ja, wenn es gefallen hat, freue ich mich natürlich über Likes und Abonnenten und wir sehen und hören uns im nächsten Video, eure Claudia Bignon. So, Hallihallo, nochmal zurück. In meiner Euphorie habe ich natürlich die Thymusdrüse vergessen zu erwähnen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil beim Erwachsenen gibt es da eine sogenannte fettige Involution. Der Thymus verfettet und steht dann auch für seine Funktion nicht mehr zur Verfügung. Gerade beim Kind ist der Thymus aktiv. Da reifen auch die T-Lymphozyten heran, was beim Erwachsenen in der Milz dann zum Beispiel passiert. Und hier sehen wir sehr gut die Lage des Thymus, also hinter dem Sternum, hinterm Brustbein. Da haben wir die Lunge, Herz, Bronchien, Schilddrüse. Und hier ist der Thymus. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel aufs Brustbein klopfen würdet, dann wäre unten drunter genau der Thymus. Okay, das war's. Ciao, ciao.